Organisation funktioniert. Da können wir stolz drauf sein. Und die Soldaten benehmen sich tadellos. Jetzt bringen Sie André. Da kommt er ja. Von zwei Soldaten geführt. Ach ja, jetzt schaut er gar nicht mehr so stolz aus. Losgehen. Was kann losgehen? Die Judenschau! Was heißt das? Unser lieber junger, vorlauter Freund scheint ein wenig naiv zu sein, wie? Der Herr Dr. Judenschau wird gleich da sein. Will mir jemand erklären, was das zu bedeuten hat? Ich verstehe es selber nicht. Soweit ich informiert bin, kommt ein gewisser Herr Dr. Judenschauer, der entscheiden soll, wer ein Jud ist und wer nicht. Entscheiden? Nicht entscheiden, der Judenschauer kennt die Juden. Er weiß instinktiv, wer ein Jude ist. Wer kein Jude ist, hat nichts zu befürchten. Außer der Diktatur. Ruhe! Endlich ist André an der Reihe. Er hat uns lange genug gefoppt. Geschieht ihm recht. Er hat auch kein Mitleid gehabt. Ja, aber ich hab gewusst, warum. Ruhe! Der Judenschauer weiß auch, warum. Und wir wissen auch, warum. Nein! Vorsicht, der wird flüchten! Halt ihn, halt ihn! Stillgestanden, oder ich schieße! Ah, der kommt nicht davon. Das könnte ja passen, Jud. Wenn's gefährlich wird, willst du durchbrennen. Ah, so zeigt sich der Jud. Was macht nur ein Jud? Hab dein Auge auf den Jud. Wer ist schuld? Der Jud! Wer ist eben der Jud? Ein Jud ist ein Jud. Ruhe! Stillgestanden! Herr Bock, der Judenschauer kommt! Wenn ein Herr Doktor ist, wird er doch etwas Niveau haben. Ruhe, habe ich gesagt! Wer nicht ruhig ist, wird erschossen! Da kommt der Herr Dr. Judenschauer. Geführt von zwei Soldaten. Er ist vom Kopf bis Fuß vermummt. Der sieht ja nichts. Die Gerechtigkeit ist dem blind. Er spürt den Juden schon von fern. Da sieht man, dass es ehrlich zugeht. Er ist ganz vermummt. Nicht einmal riechen kann er den Juden. Der kann niemand riechen. Was geschieht, wenn er sich irrt? Er irrt sich nicht. Er kann den Leuten, die er zu Tode verurteilt, nicht in die Augen schauen. In einer Reihe aufstellen und jetzt Achtung! Und vorwärts! André nach vorne! Stoß die Juden nach vorne! Er hat gleich den richtigen erwischt. Nein! Ich hab gewusst, er wird sich nicht irren! Nein! Was geschieht mit meinem Sohn? Zuerst wird er eingesperrt. Man soll den öffentlich auspeitschen. Gute Idee! Nein! Ich höre, man hat die Folterkammer wieder eingeführt. Nein, es ist ein Irrtum! Schrei nicht so, Jud! Ich bin kein Jud! Was? Ich bin kein Jud! Na, das ist doch die Höhe. Ich bin kein Jud, ich bin kein Jud. Lieber guter Herr Professor Judenschau, ich bin kein Jud. Glauben Sie mir, ich muss es doch besser wissen als Sie. Ich bin ein Christ, ein Arier, ein guter Arier wie alle anderen. Ich habe mich nur immer als Juden ausgegeben, weil ich gewisse Vorteile davon hatte. Aber ich sehe ein, es war ein Fehler. Die Nachteile sind viel größer als die Vorteile. Aber vielleicht hat ja doch alles sein Gutes. Lieber Herr Professor, denn dadurch, dass ich den Juden gespielt habe, habe ich die Juden sehr genau studiert. Und vielleicht könnte ich Ihnen jetzt behilflich sein, jetzt, wo ich die Juden so genau kenne. Da werden Sie sehen, dass ich kein Jud bin. Ich schwör's Ihnen. Genug. Bist du sicher, André, dass du kein Jud bist? Aber natürlich bin ich sicher, Hochwürden, ganz sicher. Sie müssen es doch auch wissen, Hochwürden. Dann genug des Spiels. Lieber André, beruhige dich. Das Ganze war nur ein Scherz, den wir alle zusammen veranstaltet haben, um dich endlich dazu zu bringen, die Wahrheit zu bekennen. Du meinst, die Neger sind gar nicht hier? Nein, André. Und selbst wenn sie einmal kommen sollten, hast du nichts zu befürchten. Willkommen, André. Willkommen in unserer christlichen Gemeinschaft. Ach, Mutter. Es gab keinen anderen Weg, sie zur Vernunft zu bringen, André. Er sieht's ja ein. Und er tut's bestimmt nie wieder. Na, wie haben wir das organisiert? Ich erwarte dich nächsten Sonntag in der Kirche, André. Wie fühlst du dich unter deinesgleichen? Wunderbar, wunderbar. Aber sagt mir, wer ist dieser Dr. Judenschauer? Der Dorftrottel. Halt, halt! Was ist? Was hast du denn, Dürli? Was ist denn los? Warum unterbrichst du mein Stück? So kann es doch nicht weitergehen, Frischli. Das sind ja alles Antisemiten, Gottfried. Ja, hast du etwas anderes erwartet? Ja, die sind ja heilfroh, dass sie keine Juden sind. Einer hat sogar gesagt, wenn die Neger kommen, haben wir nichts zu befürchten. Das sind doch ganz ekelhaft, die Scheiben. Entschuldige einen Moment, Frischli, aber ich möchte mich gerne mal mit den Künstlern ein bisschen unterhalten. Hey, Sie, Hochwürden! Ja, bitte? Sind Sie wirklich ein Pater oder nur ein Schauspieler? Was heißt nur ein Schauspieler? Oh, letzte, da habe ich mich meine falsch ausgedrückt. Ich wollte fragen, sind Sie nur ein Pfarrer oder sind Sie sogar ein Schauspieler? Ich bin Schauspieler! Aha.
Also gut, also nun sagen Sie mir doch einmal, finden Sie das richtig? Ja, richtig, was aber ist das? Stimmt doch, Dürli. Der heutige Antisemitismus ist doch so. Es geht hier nicht gegen die Fanatiker, die wir alle kennen, sondern gegen die, die zwar immer behaupten, dass sie nichts gegen die Juden haben, aber innerlich denken, dass ein Jude irgendwie ein Fremdkörper ist, der nicht in unsere Mitte gehört. Und es stimmt doch, Dürli, dass die meisten von uns nicht bereit sind, den Juden als jemand anderen, Gleichwertigen anzuerkennen, sondern nur als jemand anderen. Ja, ja, das stimmt schon. Wir sind heute noch nicht so weit, dass wir von der jüdischen Kultur, die der jüdischen Religion fast gleichzusetzen ist, profitieren könnten, weil wir noch immer meinen, dass dies mit uns nichts zu tun hat. Und vielleicht auch, weil wir nicht in den Verdacht geraten wollen, allzu judenfreundlich zu sein. Denn wir fühlen, dass der Philosemitismus das Übel am entgegengesetzten Ende ist. Wir haben in den letzten Jahren in Sodom und Gomorra gelebt. Und nun will jeder Lot der Gerechte sein. Andri ist ein Beispiel dafür. Indem er sich auf Oberflächlichkeiten wie die jüdische Aussprache, die Gestik und das Einstreuen von ein paar Ausdrücken in die Konversation beschränkt, vergisst er, dass dies nur äußerliche Symptome des ungeheuren Kulturguts sind, das das jüdische Volk der Welt zu bieten hat. Es ist, wie wenn ein Amerikaner den ersten Akt von Schillers Räuber auswendig lernt und glaubt, dadurch ein Deutscher zu sein. Ja, das ist gut. Ja. Andri ist mit seinem Philosemitismus der größte Antisemit von allen. Und es stimmt doch, Dürli, dass die Bekämpfung des Antisemitismus nur davon ausgehen kann, den Juden ihre Ausnahmestellung im guten wie im schlechten Sinn zu nehmen. Das heißt, heute noch tut uns ein Christ, der irrtümlich als Jude vergast wurde, mehr leid als ein Jude, der im selben Gasofen sein Leben lassen musste. Wir sagen, schau, der wurde umgebracht und dabei war er nicht einmal ein Jude. So eine Ungerechtigkeit. Der Jude im Kaftan mit seinem Bart und seinen Schläfenlocken, der ebenso dran glauben musste, geht uns zwar auch nahe, aber es scheint uns irgendwie natürlicher. Hm. Wir müssen aber lernen, dass ein Unrecht, das einem Volk geschieht, allen Völkern geschieht. Und dass ein Vorteil, der einem Volk zuteil wird, allen Völkern zuteil wird. Erst wenn wir das nicht nur im Kopf, sondern auch mit dem Herzen begriffen haben, erst dann wird der Antisemitismus und werden alle Vorurteile endgültig der Vergangenheit angehören. Ja, einverstanden. Das stimmt alles, was du da sagst, Frischli, aber trotzdem. Oder vielleicht gerade deshalb bleibe ich bei meiner Meinung. Du musst dieses Stück ändern, wenn du das Publikum wirklich packen willst. Theater bleibt Theater. Es ist doch besser, das Publikum mit einer halben Lüge zu packen, als es mit einer ganzen Wahrheit kalt zu lassen. Du wirst die Welt nicht über Nacht korrigieren. Bis zu einem gewissen Grad sind wir vorläufig alle Antisemiten. Also wenn Sie mich fragen, Herr Frischli, ich spiele die Rolle des Andri wirklich gern und ich habe auch viele Lacher. Aber ich frage mich, wenn es sich um ein so ernsthaftes Problem dreht wie den Antisemitismus, sollte man da überhaupt auf Lacher spielen? Ich kann mir vorstellen, dass ein Christ, der für einen Juden gehalten wird, wie Sie selbst gesagt haben, eine viel bessere Rolle wäre. So ein gehetztes Tier, wissen Sie, das gibt etwas her. Außerdem das Jüdeln, ich weiß nicht, ob das immer angenehm ist. Aber die Juden sind doch so. Nicht jeder kann so akzentfrei Hochdeutsch sprechen wie ich. Wir müssen doch lernen, dass sie so sind. Deshalb sind sie doch nicht schlecht oder lächerlich oder so. Bitte, Herr Frischli, Sie sind der Autor, Sie müssen das besser wissen. Ich meine nur von der Warte des Schauspielers. Entschuldigen Sie, wenn ich auch etwas sagen dürfte. Ich würde doch versuchen, die Rolle des Pfarrers, also ich spreche jetzt nicht aus Egoismus, weil ich sie spiele, aber ich würde diese Rolle vergrößern. Nein, wirklich. Der Pfarrer könnte zum Beispiel dem Andri gut zureden und in Wirklichkeit ein versteckter Antisemit sein. Also so eine Szene, das wäre doch großartig, nicht? Ja, aber kein Theater würde sowas spielen. Wir müssen doch auf die Gefühle des Publikums Rücksicht nehmen. Im Gegenteil, dann hält man den Autor für mutig. Nur muss danach noch eine Szene kommen, in der der Pfarrer kniet und mit einer großen Geste seine Fehler erkennt und bereut. Ja, du Frischli, das stimmt. Das wirkt immer. Dann will ich auch eine bessere Rolle haben.
Immer die Kessen Weibsbilder spielen, wird doch fad mit der Zeit. So, was würden Sie denn gerne spielen? Ach, ich weiß nicht. Was Ernstes vielleicht? Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn die Babline den anderen wirklich liebt und ihn nicht haben kann. Ach, das gäbe was her. Ja, und am Schluss wird sie wahnsinnig. Ja, bitte, bitte. Ich wollte immer schon die Ophelia spielen. Das ist entsetzlich. Nein, nein, lach nicht, Frischli. So eine Wahnsinnige wirkt immer. Und dann, es müssten mehr Publikumseffekte hinein. Was, noch mehr? Ja, also ich bin doch schon viele Jahre beim Theater und glauben Sie mir, Herr Frischli, bestimmte Dinge machen eben Eindruck. Also beispielsweise Trommelwirbel in der Ferne. Kirchenglocken läuten, Turmuhr schlagen. Ja, und Vogelzwitschern bei traurigen Szenen, Hähnekrähen. Orgelspiel aus der Kirche. Wunderbar. Womöglich gerade, während der Pfarrer mit jemand grob ist. Als Kontrast, verstehen Sie das? Ja, na ja, natürlich, überhaupt Musik. Vielleicht ein Leierkastenmann oder ein Orchestrion oder der Marscheinzieher der Soldaten. Ja, bei Szenen, die im Zimmer spielen, Lärm von der Straße. Sehr klirrende gut. Fenster, flüsternde Stimmen. Ja, 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 genug. Nein, nein, Frischli, die Leute haben vollkommen recht. Davon kannst du nie genug haben. Das wirkt immer. Nein, aber vor allen Dingen finde ich, du solltest einen anderen Titel für das Stück haben. Monte Carlo, das klingt so frivol. Ja, das kann schon sein, ja. Lichtenstein? Lichtenstein. Und sehen Sie, Herr Frischli, den André, den ernsten André, den möchte ich spielen. Merken Sie mich doch gleich für die Rolle vor. Ja, bitte mich auch, ich bin sehr... Nein, nein, das kommt nicht in Frage. Ihr wollt ja, dass ich über eine so ernste Sache wie den Antisemitismus einen Reißer schreibe. Und dazu gebe ich mich nicht her. Nie, niemals. Ich schreibe ein solches Stück nicht. Niemals. Auf keinen Fall schreibe ich ein solches Stück. Das kommt.